Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich bin total durchgeschwitzt. Wir haben gerade den PC-Stuhl aufgebaut. Videos kommen entweder vor, sind gestern gekommen, kommen heute und danach. Ich weiß es noch nicht, wie ich es planen werde. Ihr seht, hier ist so wieder ein ganzer Arsch voll. Wir haben hier eine, was ich gekauft habe, eine, was Frauchen gekauft hat. Das ist alles jetzt nicht für dieses Video. Einige Sachen sind für Baby-Shopping-Tour. Wie das hier zum Beispiel, das räume ich erstmal rüber. Das mache ich danach. Wir machen jetzt erstmal den Karton abarbeiten und dann werden wir weitersehen. So, ich habe mir zweimal USB-Kabel geholt. Einmal hier so ein Zweierpack mit lang. Die sind glaube ich 2 Meter. Für das Bett und für das Wohnzimmer nochmal. Und, oder eins für das Auto oder so. Und dann habe ich mir ein Dreierpack geholt. Hier sind aber nur noch zwei drinne. Weil einer ist in der Tasche, weil ich ja im Krankenhaus war. 1,50 oder 50, 1,50, 2 Meter oder so sind die. Die Links packe ich euch drunter. Weil das Problem ist, ich habe mir diese Adapter ja geholt für USB auf USB-C. Also für dieses Mini-USB auf USB-C. Hier, für da. Und weil mein Samsung ja immer Mini-USB oder Makro-USB hatte und so. Und da hatte ich mir diese Adapter geholt. Die biegen sich aber nach einer Weile. Also die sind jetzt schon eine ganze Weile im Einsatz. Ich habe mein Handy ja schon, ja. Aber die biegen sich. Und irgendwann halten die nicht mehr so fest. Dann ziehst du raus, dann hast du halt die Einzelteile, dann fällt dir was runter, dann kannst du irgendwie suchen oder rutscht unter das Bett. Da sind zwei schon drunter. Und ich habe ein Boxspringbett, das ist schwer. Ich traue mir das auch nicht zu verschieben, nicht, dass das Linoleum kaputt geht. Und deswegen liegt das da drunter und ich komme da nie ran. Und deswegen habe ich gedacht, neue USB-Kabel für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Auto. Jetzt rein USB-C. Wäre denn halt dann auf lange Sicht dann vielleicht doch mal besser. Deswegen neue USB-Kabel. Beim Mikro, Makro habe ich, nee, Mikro habe ich nicht so viele. Habe ich nur die von den Bubble-Dingern von der PlayStation. Aber Mikro, die von Samsung-Handys, von den S5, S, ich weiß nicht, beim S6 war es auch noch. Davon habe ich neue Nucht. Aber USB-C habe ich halt nur zwei gehabt. Also den originalen und einen, den ich gekauft hatte. Dann habe ich so zwei so eine Taschen geholt, die man am Auto, also am Rücksitz vom Auto festmacht. Wer mich verfolgt, weiß, hast du das schon mal gekauft? Ja, habe ich, aber ist kaputt. Das ist praktisch am Sitz so dran. Wenn das der Sitz ist, dann machst du das so hinten ran und da hast du ja Tasche. Bei der Version hast du halt auch oben für Tablet was. Da kann ich für meine Tochter dein Tablet drin machen mit einem Film oder so. Links und rechts kann sie Tränke drin machen. Wenn wir dann weiter wegfahren, weil wir wollen ja auch demnächst irgendwann mal zur polnischen Ostsee, meine Frau und ich. Und mal 2-3 Tage da Urlaub machen, also mit Kind. Deswegen. Und bei der Tasche unten hast du hier so einen Reißverschluss, kannst du zumachen, hast du irgendwie was zum Anhängen. Und bei meiner Version, die ich vorher hatte, nicht von dem gleichen Hersteller, da ist es an der Seite hier schon gerissen. Das ist, also kannst du nichts mehr drin machen, fällt alles an der Seite so raus. Und deswegen war Zeit für was Neues. Immer kommt auf die Seite von meiner Tochter, auf meine Seite kommt es nicht, also hinter meinen Sitz, weil da habe ich so eine kleine Kühltasche, hatte ich ja auch mal ein Video gemacht, die ist ganz gut, wenn du Energy oder Kaffee oder so holst, haust du hinten drin, Frauchen greift hinten, man braucht nur Reißverschluss aufmachen oder Tochter und kann sie mir was rausgeben. Das ist sehr, sehr hilfreich und das bleibt bei mir auch dran. Und später ist es ja auch so, dass der Kindersitz hinter meinem Sitz kommt. Ich habe auch so einen Spiegel schon, der ist im Keller schon. Ah, siehst du, habe ich vergessen. Bei der nächsten Shoppingtour zeige ich euch das. Der kommt an eine Kopfstütze ran, hinten, also bei mir hinten. Und dann kann ich praktisch das... Nee, Quatsch. Nee, hinten, mittig hinten kommt das hin. Und dann ist es so ausgelegt, dass... Praktisch, das Kind ist hier, dann spiegelt sich das und dann spiegelt dann in meinen Frontspiegel, dass ich das Kind sehe. Frauchen ist sowieso hinten, aber ich will ja auch ab und zu mal nach hinten gucken und mein Kind sehen. So. Dann haben wir hier so eine große Glühbirne, die hat Frauchen bei Ikea gekauft. Ich weiß nicht, wie teuer, 1000 LM hat die. Die hat ein großes Gewinde. Die braucht da eine mit einem großen Gewinde. Warum nimmst du sie jetzt nicht? Passt doch nicht, oder was? Durch die große Beugung, weil es zu groß ist. Ja, die passt, also die passt von mir Winde passt sie. Ja. Von mir Winde passt sie. Aber die ist so groß und rund, die fand sie total toll. Wegen Aquarium oder was weiß ich. Weil sie so bobbelig aussieht wie so ein kleines Fischaquarium, also vom Goldfisch. Aber die passt in ihre Lampe nicht rein. Weil die so unten so ein bisschen schmaler ist und dann passt es nicht rein. Was? Ein Fehlkauf. Ja, Fehlkauf nicht, kann man ja woanders drin machen.
So. Ja, das ist meine Handyhalterung, oder? Die hatte ich ja schon mal gezeigt. Da kommt dann noch, ja, da kommt dann noch das Video zur Handyhalterung, wo wir das anbauen werden. Und ich mache da ein Odinger Shop, ein Fahrrad spezial. Aber da muss noch was kommen. Fehlt noch das Schloss. Deswegen kommt das wieder rein. Klingel kann ich euch mal zeigen. Habe ich im Livestream schon gezeigt. Das wird dann auch nochmal in dem Video zu sehen sein. Zum Roten Baron. Passend mit Eisernem Kreuz. Weil ich habe ja den Roten Baron. Vielleicht lasse ich auch mal ein Bild einfliegen, dann könnt ihr den Roten Baron sehen. Oder ich verlinke euch das Video, wo ich den Roten Baron vorgestellt habe. Ist von Feld, aber die Firma gibt es leider nicht mehr. Also gibt es schon, aber die machen nicht mehr sowas. So, das war, genau, das ist Fahrrad alles. So, das Baby. Ach hier, das kommt auch noch. Und das kommt auch noch. Dann habe ich hier mir so einen Neoprenschlauch geholt. Den will ich jetzt lieber nicht auspacken, weil er dann auseinanderhebt. Mit Klett. Und der hält dann halt. Und das ist ein Kabelschlauch. Und dann kann man halt in dem Neopren, kann man auch mit der Schere rinschneiden. Dass, wenn man jetzt zum Beispiel so 2 Meter Strecke hat, so 2 Meter. Hier ist der Fernseher, hier ist der PC. Aber hier zwischen ist vielleicht die Dolby-Anlage. Dass man da dann ein Loch in der Mitte macht, rinschneidet mit der Schere, einfach so ein bisschen oval. Und dann kann man vom PC zur Dolby-Anlage, von der Dolby-Anlage wieder rin zum Fernsehen. Ja? Zum Beispiel, ist jetzt nur grob über den Daumen, damit ihr euch darunter was vorstellen könnt. Dass das dann praktisch, ja, und sonst alles in dem Rohr drin ist und dann wieder ins Rohr geht. Und da werde ich mir wahrscheinlich eventuell demnächst auch nochmal einen zweiten bestellen. Für die Fernsehabteilung. Ich will erst mal gucken, was hier noch übrig bleibt. Das sind, wie viele Meter sind denn das? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Waren 3,5 Zentimeter, 3 Meter lang. 3 Meter lang, 3,5 Zentimeter breit oder so. Da werde ich mich wieder mal überraschen lassen, wie das denn ist. Und dann werde ich wahrscheinlich dann nochmal für den Fernseher holen. Und das dann alle, dass ich dann einen Schlauch unten zu liegen habe, so einen Neopren-Schlauch. Und das Wichtigste geht dann halt in der Ecke von raus. Aber weil die Räder halt über die ganze Lowboard verteilt sind und innen drin, ist das halt ein bisschen doof zu machen. Da muss ich erstmal gucken. Das ist für Baby-Shopping-Tour. Ach so, dann habe ich mir hier so Lampen gekauft für das Fahrrad. Die muss ich auch noch hier reinmachen wieder. Kann ich euch auch mal zeigen. Weil muss ja verkehrssicher sein. Dann habe ich Klingel, Lampen, Schloss und dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. So, dann haben wir, wo haben wir denn hier? Immer ganz hell, bisschen dunkler. Schnelle blinken und langsam mit blinken. Und genauso ist es dann bei Rot auch. Rot ist schön hell. Ja. Da wird man wirklich von Weitem hier sehen. Das ist das hellste. Oh, und jetzt eher eine Stufe dunkler. Blinken. Und dann halt schnelle blinken. Und die sind auch halt mit USB, kann man die beladen. Die sind jetzt zwar nicht so oldschool, so ein bisschen oldschool mit dem Silber sehen sie aus. Aber das Positive ist, die kann man hier so abmachen. Dann macht man so um Sattel rum oder also um die Sattelstange oder um Lenker und macht das dann zu. Und macht man ab und hier oben hat man dann so Gummi, die sind wassergeschützt. Dahinter ist der USB für Strom und die sind halt auch wassergeschützt. So, fand ich auch ganz toll, weil meine Tochter, ihr Fahrrad ist halt verkehrssicher und man will ja mit gutem Beispiel voran. Und wenn sie dann sagt, warum hast denn du keine Lampen, dann will ich auch keine, kann ich so umgehen, weil ich habe ja Lampen. So, dann haben wir hier noch was drin. Das kam gestern erst. Das andere so über die vorige Woche verteilt. Da habe ich mir so einen Kasten geholt. Also viele sind da gar nicht drin. Ich habe gedacht, da sind mehr drin. Von den gelben ist weniger drin. Da sind ein paar blaue, wenn ihr rutscht. Naja, so, da seht ihr das. Das sind so Steckverbindungen. Und die habe ich mir geholt fürs Auto. 840 Stück sollen da wohl drin sein. Weil bei meinem Autoradio ein paar Kabel hinten lose sind. Und die habe ich jetzt immer so nur so zusammengeknüppert und dann halt beim anderen Kabel mit drin gesteckt, damit das nicht rausrutscht. Die waren vernünftig dran, aber die Steckverbindung ist beim letzten Radiowechsel kaputt gegangen. Und deswegen habe ich das erstmal notdürftig gelöst und das hält. Und da will ich dann halt. Wo haben wir sie denn? 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 Die gelben hier. Diese Steckverbindung. Da seht ihr die? Die hier.
Da ist halt so eine Steckverbindung. Und auf der anderen Seite ist dann, ach so, das ist da drüber. Das ist dann da. Also das kommt praktisch dann da rein. Auf eine Seite kommt halt ein Kabel, das wird dann zugeknippt, dann hast du halt oben offen. Beim anderen Kabel knippst du auch zu, dann hast du halt diese silberne und das steckst du dann zusammen und dann hast du eine Verbindung. Stromdiebe habe ich noch nicht. Ich will mir noch Stromdiebe holen. Also das sind so Kabelverbindungen, die machst du halt auf ein Kabel rauf. Und dann hast du dann daneben noch eine, steckst du fest und dann kannst du noch ein Kabel zusätzlich ranmachen, ohne dass du den Kabel kaputt schneiden musst. Nennt sich Stromdieb. Funktioniert auch bei Boxenkabel übrigens. Dafür habe ich das hier geholt. Da werde ich demnächst in den Garten von meiner Mutter fahren und das alles machen. Das Problem ist, bei der Hitze habe ich keinen Bock. Da will ich mein Auto nicht sauber machen, da will ich ohne Strand schrauben oder Radio raus oder irgendwas machen, weil es ist einfach viel, viel, viel zu heiß. Das mache ich, wenn es was abkühlt. So, das war soweit für Odi mal shoppen. Gleich kommen wir zu den nächsten Sachen, zur Baby-Shopping-Tour. Da sind aber nur 3 oder 4 Produkte, also das wird nicht ganz so lang. So, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen, eine Glocke nicht vergessen. Ich werde alle Links werde ich euch unten drunter packen, außer bei der IKEA-Lampe. Da muss ich gucken, dass ich bei Amazon eine vergleichbare finde. Oder vielleicht finde ich ja so ja die gleiche. Es steht auch IKEA oben drauf da. Vielleicht finde ich ja auch die gleiche bei Amazon. Das weiß ich nicht. Ich gebe mir Mühe. Findet ihr denn die Links alle in der Videobeschreibung. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.